Herzlich willkommen, ich bin Nico von den Autolackaffen und begrüße euch zu unserem ersten Videotutorial. Wir wollen euch heute mal zeigen, wie ihr euren Lack möglichst optimal schon waschen könnt. Die Einkaufsliste dafür habt ihr ja schon, also starten wir doch gleich mal, würde ich sagen. Kommen wir erstmal zu der Grundausstattung. Hier haben wir die zwei Eimer, sind jetzt spezielle Eimer aus dem Fachhandel, sind in Gallonen, haben eine schöne Größe und dadurch könnt ihr da genug unterbringen. Ich habe hier so eine Decke. Damit könnt ihr euer Wasser auch mal zur Waschbox transportieren. Also auf die Seite legen würde ich den Eimer dann nicht, aber gegen Spritzwasser hält er auf jeden Fall. Hier oben auch eine Gummilippe drin, also ist schon in Ordnung. Hier haben wir unseren Ausspüleimer. Das ist grundsätzlich mit klarem Wasser. Können wir euch nachher auch nochmal zeigen. Und wichtig ist hierbei, dass ihr den Gridguard reinpackt. Kommt mal ein Stück näher, dann könnt ihr euch das nochmal angucken, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Kommt einfach am Boden des Eimers und sorgt dafür, dass der Dreck sich unten sammelt und nicht bei jedem Ausspülen wieder hochtreibt. Kommt einfach in unseren Eimer rein. So. Dann haben wir hier unsere beiden Waschhandschuhe, beides Mikrofaserwaschhandschuhe. Haben wir euch ja auch vorgestellt. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, einfach nochmal reingucken. autolack-affen.de. Könnt ihr alles nochmal nachlesen, wovon ich hier spreche. So, der zweite Eimer, Shampoo. Schön schäumendes Shampoo drin. Wir haben jetzt hier von Chemical Guys eins genommen. Citrus Wash and Gloss heißt es. Könnt ihr euer Lieblingsshampoo nehmen und zu der Dosierung. Guckt da einfach mal hinten auf die Packungsbeilage und dann schafft ihr das auch. So, dann weichen wir hier unsere Handschuhe schön drin ein. Und dann können wir auch schon gleich mit der Wäsche starten. Also fangen wir gleich an mit der Wäsche. Wir fangen immer gerne mit den Felgen an. Das ist meistens der schmutzigste Teil des Autos. Dann hat man den immer schon mal abgehandelt. Dafür haben wir auch hier einen extra Eimer parat bestellt. Kommt dann gleich ins Bild. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Abkerchern an. Grundsätzlich erstmal die Felge abkerchern. Dann werden wir Felgenreiniger benutzen. Und dann wird die Felge weiter gebürstet. Aber ich brauche gar nicht so viel erzählen. Das zeige ich euch gleich. Ich gebe euch erstmal noch einen ganz tollen Tipp. Wenn ihr einen Kercher benutzt, den Schlauch, macht euch so einen Karabinerhaken an die Jeans oder an eure Hose. Dann könnt ihr nämlich ganz einfach den Schlauch da durchziehen. Und ihr habt keine Gefahr, dass wenn ihr mal am Lack steht, dass der Schlauch am Lack lang kratzt. Aber fangen wir jetzt mal an. Ich höre jetzt erstmal auf zu reden, weil der Kercher wird gleich laut. Und einfach mal die Felge und das Radhaus abkerchern. So, nachdem wir unsere Felge nun abgekerchert haben, kommen wir jetzt zum eigentlichen Reinigen. Ich habe mir hier alles schon mal bereitgestellt. Das ist Felgenreiniger, in dem Fall Valet Pro Bilberry Wheel Cleaner. Habe ich 1:5 gemischt. Geht auch 1:10, aber 1:5 geht einfach schneller. Das ist einfacher All-Purpose Cleaner, 1:10 gemischt. In dem Fall auch einer von Valet Pro. Hier habe ich meine Wheel Brush. Haben wir euch ja vorgestellt in dem Artikel. Kommt später zum Einsatz. Den sogenannten Zottelhandschuh, einen schönen großen Malerpinsel, den größten, den ich finden konnte, fürs Felgenhorn und eine Dreckbürste für den Radkasten. Aber fangen wir erstmal an. Zwar erstmal die Felge schön einsprühen. Ihr seht ja, wo es dreckig ist, auch mal ein bisschen in die Ecken rein. So, während der Felgenreiniger erstmal ein bisschen wirkt, erstmal den Dreck ein bisschen anlösen kann, sprühen wir die Radkästen mit dem APC ein. Versucht ein bisschen darauf zu achten, dass ihr die Flasche halbwegs gerade haltet, weil über Kopf sprüht die genau 3 Sprühstöße, dann war es das. APC könnt ihr auch wunderbar für die reifen Flanken nehmen.
Da ist mir der Felgenreiniger immer ein bisschen zu scharf mit dem Gummi. Das ist, muss nicht unbedingt sein. So. Wenn die Felgen besonders schmutzig sind, könnt ihr die auch nochmal abkerchern. Aber wir machen gleich mit dem Waschen weiter oder mit dem Reinigen weiter, weil die nicht so verdreckt sind.
nachdem wir jetzt unser Fahrzeug erstmal abgekerchert haben, haben wir es vom losen Sand und Schmutz befreit, damit wir jetzt noch ein bisschen mehr Schmutz lösen, bevor wir mechanische Einwirkungen in Form eines Waschhandschuhs auf dem Lack haben, nehmen wir jetzt den sogenannten Snowfoam. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Also es gibt diese Gloria FM10 oder FM50, die wir euch vorgestellt haben. Diesen Pumpdrucksprüher, der vorne eine Düse drin hat, die auch Schaum erzeugt. Dann gibt es einen Aufsatz für den Kercher, eine sogenannte Foam Gun. Und dann gibt es noch dieses Stück, was ich hier habe, ist jetzt von Pinnacle, nennt sich Foam Master Foam Gun. Funktioniert mit einem Gartenschlauch, macht ein bisschen flüssigeren Schaum, der zwar schneller abläuft, aber meiner Meinung nach somit auch mehr Dreck runterträgt und nicht so auf dem Lack verweilt. Ich werde euch das mal zeigen. Erstmal alles einsprühen, dann mit dem Pinsel ein bisschen einarbeiten. Nebenbei erzähle ich vielleicht noch ein bisschen was und dann starten wir mal. Achso, was hier reinkommt, haben wir euch ja auch mal erzählt, das ist der sogenannte Snowfoam, hier jetzt von Valid Pro. Also wie ihr seht, macht schon ordentlichen Schaumteppich hier auf dem Auto. Ist jetzt nicht so ein Rasierschaum wie bei der Foam Gun, die macht einen richtig fetten, klebenden Rasierschaum. Aber ich bilde mir ein, dass dieser Foam hier mehr Dreck abträgt. Erstmal alles schön einsprühen. Jetzt hier die Einstellung volle Shampoo-Zufuhr genommen, verbraucht ganz schön viel, aber macht einen schönen Schaum. Jetzt könnt ihr schon mal eure Gummileisten ein bisschen mit dem Pinsel, ein bisschen weiter vorne den Pinsel anfassen, dass ihr ein bisschen die Borsten nicht so teilen. Einfach mal an die Dichtung lang. Versucht nicht ganz über den Lack zu reiben, weil das verursacht dann auch einen schönen Kratzer. Und so geht ihr erstmal hier über die Dichtung. Schaum ist jetzt so 3 Minuten etwa drauf. An den waagerechten Flächen läuft es schön ab. Da löst ihr schon den Dreck an, könnt eure Gummidichtung und die nicht so Lack im Lack bedeckten Stellen schon mal ein bisschen abpinseln und habt einfach eine größere Chance, keine Kratzer in den Lack zu machen. So, jetzt wo wir den Dreck angelöst haben, wollen wir gleich zur Fahrt schreiten, alles nochmal abkerchern, bevor wir waschen. Ist jetzt auch kein Muss. Man kann sich die ganze Geschichte auch sparen, man kann halt auch gleich waschen, aber ich mache es lieber, um halt wirklich nochmal ein bisschen Dreck runterzuholen. Nachdem wir den groben Dreck jetzt hoffentlich endgültig entfernt haben, kommen wir zu der eigentlichen Wäsche, dem Kernpunkt der 2-Eimer-Wäsche. Wie gesagt, warum, weshalb 2-Eimer und warum so eine Handschuhe, haben wir euch schon erklärt in dem Artikel. Ansonsten, wie gesagt, nochmal autolack-affen.de nochmal reingucken. Ich fange jetzt mal an.
Wichtig ist, wir waschen von oben nach unten. Wir gehen nämlich davon aus, dass im oberen Bereich des Fahrzeugs weniger Dreck ist als im unteren. Wenn wir unten anfangen, haben wir schon mal in unseren Waschhandschuhen den kompletten Dreck. Wir waschen auch grundsätzlich mit 2 bzw. 3 Waschhandschuhen. 2 für den Lack, 1 für die Felgen. Wir machen uns hier so, stellen uns hier mal so eine leichte Linie vor, in dem Fall etwa die Mitte der Tür. Bis hier oben, einmal ums Auto nehme ich einen Handschuh. Anschließend kommt der weg, kommt der zweite für den unteren Bereich. Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Holt euch aus eurem Wascheimer schön Shampoo. Nur ganz leicht ausfringen, dass ihr nicht alles gleich hier auf dem Boden verliert, aber noch genug drin ist. Achtet immer drauf, immer mal einen Blick in den Handschuh, ob hier ein Fussel dran ist. Bei mir ist jetzt hier zum Beispiel gerade ein kleiner Fussel. So. Locker auf dem Lack und ohne Druck Bewegungen. Ganz sanft hin und her. Nach 2-3 Strichen guckt mal in den Handschuh, guckt mal, ob ihr Dreckpartikel aufgenommen habt. Nicht, dass ihr euch damit weiter über den Lack reibt. Ein Handschuh hat ja glücklicherweise 2 Seiten, da muss man nicht so oft wechseln. So. Also ich sag, mindestens nach jedem Bauteil einmal wechseln. Beziehungsweise auswaschen. Fürs Auswaschen in den Eimer rein, Handschuh von beiden Seiten ein bisschen über den Grid Guard ziehen, damit ihr den Dreck entfernt, ausbringen. Könnt ihr auch neben dem Eimer machen, ich will jetzt hier nicht den ganzen Boden benetzen, ansonsten ist neben dem Eimer natürlich besser. Mal einen Blick, ob der Handschuh sauber ist, wieder eintunken, leicht ausbringen und dann machen wir weiter. Normalerweise würde ich jetzt die andere Seite vom Dach noch waschen, aber damit ich es euch besser zeigen kann, mache ich jetzt gleich mal hier weiter. A-Säule bis C-Säule. So. Ab und zu mal ein bisschen auspressen, dass ihr schön viel Flüssigkeit habt, mit möglichst wenig Reibung auf dem Lack ist. Ein kleiner Tipp noch, das sind ja Waschhandschuhe. Ihr könnt natürlich die Hand reinstecken und waschen. Mag ich persönlich nicht so, deswegen nehme ich den, krempel mir diesen Einsatz hier rein, damit ich meinen Lack reibe und wasche nochmal. So. Wie gesagt, alles ohne Druck. Braucht da nicht irgendwo schrubben. Wenn am Ende da noch was drauf ist, müssen wir dem anders zu Leibe gehen. Aber ansonsten provoziert der Kratzer. Und wie gesagt, regelmäßig ausspülen. Mal schön in die Türgriffe rein. Achso, für den Kotflügel gilt meine Linie unten natürlich nicht, weil in dem Bereich natürlich auch der Dreck haftet. Das bedeutet, den ganzen Kotflügel bearbeite ich dann am Ende. Ausspülen, wie gesagt, so geht's auch. Dann landet gar kein Dreckwasser in dem Eimer. Irgendwann ist es leer und hier ist mein ganzer Boden voll, deswegen mache ich es jetzt nicht. Aber solange ihr immer kontrolliert, ob der Handschuh sauber ist, minimiert ihr euer Risiko ganz stark. Auch schön die Türgriffe. Klassiker, dass der Käfer jetzt anspringt. So. So, normalerweise würde ich jetzt erstmal einmal um den Bereich rum. Im oberen Bereich komplett waschen, aber wie gesagt, auf der anderen Seite sehen wir nichts, da ist das Licht nicht so gut. Deswegen greife ich jetzt gleich hier zu meinem zweiten Handschuh, der schon parat liegt. Und mache weiter. Sollte man natürlich sonst nicht machen, weil sonst habe ich die Dreckstellen und habe die wieder am Eimer und gehe dann wieder oben auf den anderen Lack. Ist eigentlich unglücklich, aber wie gesagt, wir machen jetzt hier das halbe Auto. Und danach wasche ich das Auto eh nochmal richtig. Von daher. Und sobald ihr irgendein Partikel im Lack habt, im Handschuh habt oder der dreckig wird, einfach ausspülen. Faulheit bringt euch in dem Fall nicht weiter. Da habt ihr dann leider nur Kratzer am Lack.
Ich kann ja mal zeigen, war jetzt hier ein Strich nur. Sieht schon nicht so schön aus, aber andere Seite ist noch sauber. Deswegen kann ich da noch mal weitermachen. Ja, hier sieht der Handschuh dann natürlich überhaupt nicht gut nach einem Durchgang aus, weil, wie gesagt, die deutschen Dreckstellen, da müsst ihr dann wirklich regelmäßig ausspülen. So, ich mache jetzt mal das andere Auto weiter und wir sehen uns dann nachher, wenn es nochmal ums Abspülen und ums Trocknen geht. Bis gleich. Nachdem wir das Auto rundum tatsächlich gewaschen haben, geht es jetzt ans Abkärchern. Vorher noch ein paar kleine Tipps. Also macht es nicht wie ich, verquatscht euch nicht zwischendrin, während der ganze Reiniger noch am Lack ist, weil trocknet an, danach habt ihr Probleme, die Wasserflecken und Reinigerflecken wegzubekommen. Bei warmem Wetter, also im Schatten waschen ist sowieso immer das Beste. Und selbst wenn es warm ist, ab und zu mal nach dem Bauteil mal mit dem Kärcher rübergehen, abspülen, das Auto nochmal benetzen. Dann spart ihr euch einfach am Ende ganz, ganz viel Ärger mit den ganzen Kalkflecken und Reinigerflecken. Das soll ja auch schon reichen. Jetzt wird der Wagen, wie wir schon heute ein paar Mal gesehen haben, nochmal abgekärchert. Noch ein Hinweis, macht sich natürlich auch sehr schön mit weichem Wasser. Also wenn ihr jetzt eine ganz normale Düse vom Gartenschlauch nehmt, weil dann spürt ihr das einfach ein bisschen mehr runter. Mit dem Kärcher funktioniert es aber auch. Ich möchte noch mal kurz ein paar Worte zu dem Kärcher verlieren. Wenn ihr mit einem arbeitet, ist ja immer sehr schön. Wählt am besten eine Düse, die wie die hier. Seht nochmal. Die hat einen breiten Strahl, dadurch verteilt sich der Druck. Hier sind ja auch teilweise Zubehördüsen bei, die punktuell strahlen. Wenn ihr nur sowas habt, es funktioniert, aber dann habt mindestens 30 bis 50 cm Abstand zum Lack, weil die 140 Bar, die da teilweise erzeugt werden, die können euch auch einfach mal den Lack runterholen. Gut, dann werden wir jetzt trocknen. Bis gleich. Unser Auto ist natürlich noch nicht trocken, aber es ist gewaschen. Es sollte jetzt sauber sein. Jetzt geht es darum, bevor Wasserflecken entstehen, zu trocknen. Ein paar Varianten haben wir euch auch schon im Artikel vorgestellt. Das ist ein schönes, großes Trockentuch. 90 cm x 60 cm, hat auch einen weichen Rand. Also könnt ihr damit beruhigt über den Lack gehen. Damit die groben Flächen zeigen, wird jetzt erstmal trocken. Ich kann jetzt wunderbar auflegen. Ohne Druck erstmal nur rüberziehen. Zack. Sind nur leichte nasse Schlieren drauf. Einfach mal die Seite wechseln. Und jetzt macht das trocken. Achtet immer ab und zu drauf, ob ihr irgendwelche Fussel habt. Man hat vielleicht doch mal was übersehen. Weil jetzt das Auto zerkratzt, nachdem es schon sauber ist, ist ärgerlich. An senkrechten Flächen Tuch so ein bisschen. Ich nenne es mal so ein bisschen löffeln, also mit einer Hand umgreifen und dann ohne Druck über den Lack ziehen. Ganz einfach. Nach jeder Bahn mal gucken, Tuch noch sauber,
Sollte es nicht sauber sein, ihr habt genug Seiten, einfach mal umfalten. Denkt vielleicht dran, den unteren Bereich auch erstmal ein bisschen auszulassen. Falls da wirklich nochmal unten Dreck ist oder man an anderer Stelle nicht war, ist das Tuch gleich dreckig. Anders als ich es jetzt gemacht habe, als erstes empfiehlt es sich immer die Scheiben zu trocknen, weil Wasserflecken auf den Scheiben sind schwer zu entfernen, geht auch schnell. Wir haben hier mal, das ist ein kleiner Geheimtipp von euch, gab es mal beim Supermarkt so ein Trockentuch, ich komme mal ein bisschen näher ran, vielleicht kann man das dann besser sehen. So eine leichte Waffelstruktur, nichts Spannendes, damit sollte man das ganze Auto trocknen, für Lack ist es zu hart. Erinnert mich ein bisschen an sowas hier, das ist ein sogenanntes Waffeltuch, ein Glastuch. Damit zeige ich euch jetzt mal, wie man hier damit Glas trocknet. Mit dem Tuch oder mit einem normalen Mikrofasertuch vorwischen. Dann habt ihr noch leichte Schlieren auf dem Lack, auf der Scheibe. Dann nehmt ihr euch ein Waffeltuch und zieht nach. Wenn ihr das ordentlich und gut macht und vorher schön gewaschen habt, könnt ihr euch fast schon einen Scheiben reinigen. So machen wir jetzt weiter mit dem gesamten Fahrzeug noch. Vorziehen und trocknen. Mal denken, Spiegelglas ist auch aus Glas. Vorziehen. Dann zeige ich euch noch eine Kleinigkeit. Es gibt das gleiche Tuch wie das große, was ich hatte, nur 40x40. Ist immer schön, damit könnt ihr mal enge Stellen hier oben nochmal nachwischen, unterm Spiegel und natürlich vor allem hier im Türgriff, der ist natürlich auch dreckig. Und so trocknet ihr dann das gesamte Auto. Denkt auch dran, mal die Tür aufmachen, auch mal die Einstiegsleiste trocknen. Sollten die jetzt extrem dreckig sein, lasst es erstmal außen vor, wir kommen nochmal dazu, wie man die Einstiegsleiste misst. Ich mache jetzt hier mal weiter, will euch damit nicht langweilen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, da seid ihr ja wieder. Hier seht ihr ja, Felgen müssen, sollten auch getrocknet werden. Es gibt Felgen, die haben keine Wasserflecken, weil es halt wirklich Alufelgen sind oder einfach vom Material keine entwickeln, aber spätestens lackierte oder gepulverte Flecken haben auch Wasserflecken. Also ich meine natürlich gepulverte Felgen, nicht gepulverte Flecken haben auch Wasserflecken. Somit auch trocknen. Reifen ist nicht unbedingt nötig. Kommt drauf an, wenn ihr noch einen Moment Zeit habt, trocknet den mit, wenn das Tuch eh fertig ist. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den Einstiegsleisten, wollten wir jetzt kommen, aber schön, dass es mir gerade passiert. Denkt dran. Oder merkt euch, wenn euch ein Tuch runterfällt oder ein Applikatorpad, eine Bürste, ein Pinsel, irgendwas, was auf dem Lack soll, nehmt es nicht mehr. Und selbst wenn es euer letztes Tuch ist, dann müsst ihr euch was ausdenken. Aber ich sag mal wirklich, einmal runterfallen, hier sammelt sich so viel Sand in den langflorigen Mikrofasern, auch in den kurzflorigen, kriegt er nicht mehr rausgeschlagen. Einfach Tuch wegpacken, kurz ausschlagen, Waschmaschine, nächstes Mal ist wieder einsatzbereit. Aber jetzt kommen wir zu dem Einsatz, zu den Einstiegsleisten. Wir sehen uns gleich aus einer anderen Perspektive. So, nachdem wir jetzt mit dem Waschen fast fertig sind, haben wir noch die Einstiegsleisten, man sieht ja, wird noch dreckig. Man kann das auch noch während der Wäsche machen, indem man den Handschuh nach der Wäsche schön ausfringt, dass er wirklich nur noch feucht ist, rüberwischt und danach nochmal trocknet. Funktioniert auch. Ich mache es gerne so. Ich habe hier wieder meinen APC 1:10, gleiche, was ich vorhin bei den Radkästen genommen habe. Sprühe ein bisschen vorsichtig auf, nicht den Innenraum nass machen und nehme, wenn es so dreckig ist wie jetzt hier an der Stelle, nochmal einen Spritzer mit einem Pinsel. Könnt ihr nochmal sehen, das ist ein Kunststoffrand, dass ich keine Kratzer verursache, ein bisschen aufschäumen, auch wirklich ohne Druck, damit ihr hier nicht mit dem Sand über den Kunststoff oder auch hier, ich habe ja eine Aluleiste, kratzt, wirklich nur ein bisschen aufschäumen. Dann mit der langen Seite, diesmal nehme ich das Tuch so, damit ich mehr Seiten habe, locker rüberwischen, die lange Seite nimmt den Sand schön auf. Wenn es sauber ist, könnt ihr mal kurz anfassen, merkt, dass kein Sand mehr da ist, mit der kurzen Seite nochmal abtrocknen, habt
da saubere Einstiegsleisten. Lassen die Kamera mal kurz laufen. Ich mache mal kurz die Einstiegsleiste mal so in dem Tempo, wie man es macht. Man könnte da noch mal ein bisschen zugucken. Wie gesagt, achtet auch immer drauf, guckt ab und zu mal ans Tuch, egal was ihr macht, dass ihr keinen Dreck hier habt. Kann euch eigentlich auch schon nicht mehr viel passieren. Nochmal abtrocknen. So. Ja, Einstiegsleiste ist super. Für den lackierten Bereich hier, da sehe ich jetzt, ist es nicht wirklich dreckig. Da brauche ich jetzt den Pinsel erstmal nicht zur Vorarbeit. Entweder sprühe ich aufs Tuch, aber ein bisschen mal Reinigungswirkung habe ich trotzdem, wenn ich mal aufsprühe hier. Einmal hoch. Und zur Seite wieder nachwischen. Eure Einstiegsleisten sind sauber. Denkt dran, es gibt auch einen Bereich unter der Tür und zwischen der Tür, dass ihr da auch mal mit dran seid. Und da könnt ihr dann genauso verfahren. Natürlich, vielleicht für den Kopf oder für den Winkel ist es besser, wenn ihr dann den Reiniger aufs Tuch sprüht und langwischt. Funktioniert genauso gut. Macht ihr eure Einstiegsleisten sauber. Dann ist das Auto vom Außenzustand tipptopp sauber und ihr habt Lack schon gewaschen. Kommen wir zum letzten Teil, dem Scheibenputzen. Fangen jetzt einfach mal an. Ihr nehmt den Reiniger, dazu werde ich gleich noch ein paar Worte verlieren. Sprüht ihn auf ein Mikrofasertuch. Ich habe hier mein Tuch, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und wischt einmal gründlich lang. Auch einmal den Rahmen abstreifen. Und anschließend nehmt ihr ein Glastuch und wischt nochmal nach. Ihr werdet merken, das stoppt. Das ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet, es ist nichts mehr auf der Scheibe. Und so minimiert ihr halt wirklich das Risiko von Schlieren, die man dann in der Sonne meistens erst sieht. Was ihr als Reiniger nehmt, entweder nehmt ihr wirklich, wie beschrieben, einen Glasreiniger, entweder aus dem Fachhandel oder im haushaltsüblichen. Ich nehme hier persönlich jetzt gerade gerne IPA, Isopropanol, nochmal ganz kurz zur Erwähnung. Ist ein Alkohol, den man oft für die Lackreinigung benutzt. Macht sich aber auch auf dem Glas super, weil der sehr schnell ablüftet. Das bedeutet, der verdunstet sozusagen. Dadurch ist das Risiko von Schlierenbildung wirklich gering. Die gleiche Prozedur funktioniert innen genauso. Auf der Scheibe könnt ihr ruhig dann beim Nachziehen ein bisschen mehr Druck haben, weil eine Scheibe zerkratzt sich so schnell. Außerdem sollte sie eh sauber sein. Und man sieht, man kann schön durchgucken. Glas ist gereinigt. Unsere Scheiben sind sauber, unser Lack ist sauber, die Felgen sind sauber. Arbeit ist vollbracht. Noch ein Wort zu dem Glasreiniger. Also wenn ihr EPA verwenden wollt, nehmt den bloß nicht pur, weil dann verursacht ihr Schlieren, die ihr so nicht mehr wegkriegt. Mischt den entweder 1:1 oder 1:10 mit destilliertem Wasser. Destilliertes Wasser verursacht keine Kalkflecken, somit ist es einfacher. Wenn ihr einen anderen Glasreiniger nehmt, egal ob für den Haushalt oder für die Fahrzeugpflege, guckt einfach auf die Flasche, ob es ein Konzentrat ist und ihr das mal mischen sollt oder ob schon fertig ist und ihr das so benutzen könnt. Wie gesagt, bei Glasreiniger oder allgemein bei Arbeiten nach der Wäsche immer mit destilliertem Wasser mischen, macht es leichter. Wir sind durch und wir sind jetzt auch fertig. Hat Spaß gemacht mit euch. Wir freuen uns aufs nächste Video. In der Beschreibung findet ihr nochmal alle Links zu den Produkten, die wir verwendet haben. Bleibt sauber, euer Lacker.